So, MechWarrior 5 Rekord. Und direkt, sobald ich anfange zu reden, Stream instabil. So. Wir sind schon hingeflogen. Ich wollte ja letztes Mal gucken, wie schwierig das wird. Sah ja gar nicht mal so schlimm aus. Höhö, Schwierigkeitsgrad 80. Aber was soll's, wird schon funktionieren. Gehen wir alles auf Schrottteile. Annehmen. Wir sind ja auf 325 Tonnage. Habe ich noch irgendwas, was ich... Der Victor ist ja drin. Der Black Knight ist ja auch drin. Oder? Nee, ich hab, anstatt den Black Knight habe ich den Marauder drin. Und schönen guten Tag, Toni. Ist KSR-Fehler wirklich das Beste oder habe ich nur nichts anderes im Inventar? Ich hatte eine KSR 6 noch. Nehmen wir die AK-Munition raus. Dann nehmen wir als Ballistik eine AK-5. Ah ne, die war vorher drin. Ach, das ist ja scheiße. Die AK-2BF ist nur... ...2 Tonnen leichter. Was für Games sind bei dir in nächster Zeit geplant? Nix. Ich spiele jetzt nur noch die gleichen Games immer wieder, von vorn bis hinten. Danke, Tunika, für Prime-Abo. Mops schläft hier neben mir. Hallo, Micha. Und dann spiele ich alle Spiele von der Liste der Schande fertig und dann schließe ich meinen Kanal. Attention. Prepare for Battlemech departure. Bin mal gespannt. So eine schwere Mission hatten wir auch nicht, das ist die Kampagnenmission. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Alright, Commander. Time to conduct an old-fashioned mugging. The location where the weapons are being held is close by. Clear out all the enemies so we can recover the stolen goods. They'll obviously be well armed, so watch yourself. Copy that. Looking forward to this one. New target acquired. Und dann werde ich nur noch streamen. Weil Stream bedeutend entspannter ist. Darfst du kein Video einstellen.
Da musst du nur Social Media Werbung machen, ein bisschen. Und ja, es könnte sein, wenn ich die Liste der Schande wirklich abarbeite, werde ich ein ganzes Jahr dafür brauchen. Vor allem, wenn ich alle Spiele machen würde. So. Das waren sie. Auf zum Versteck. Hohoho. Kann ich sagen, dass ich immer den Kontakt verliere. Ja, das sind bestimmt so ein paar Stunden, die man noch machen müsste. Aber danke, Micha, dass du die Spiele auch alle fast auswendig kennst. Aber Assassin's Creed ist zum Beispiel höchstens noch so 20, 30 Stunden. Und Divinity waren wir auch schon recht weit. Und Pillars eigentlich auch. Also Pillars hat wahrscheinlich auch nochmal so 20, 30 Stunden. Ihr müsst ja nicht die DLCs durchspielen. Ach, du bist auf meine alte Liste der Schande gegangen. Da gibt es eigentlich noch viel mehr Spiele, die da gar nicht drinstehen. Boah, jetzt hat der wirklich... Da wird der Leopard aufgehalten. Endlich. Mein Gott, Bruce. Sehr gut. Looks like you've got their attention. I'm showing multiple hostiles incoming on your position. Target acquired. Noch mehr große und schwere Mechs.
Oh, okay, das war die AK-20. Ich habe nur geschätzt, dass der eine Arm die hätte. Der muss weg, bevor er uns weiter behakt. Finallanze, ne? Ja. Und der hat auch nochmal Long Range. Da muss ich auch ran. Sehr schön. The rogue mercenary forces have either been eliminated or have fled the scene. Und ich habe keine Arme verloren. Ihr seid echt geil. Ja, okay. Da kommen noch mal ein paar Gegner auf dem Weg zur Evakuierungszone. Oh mein Gott, kommen da noch mehr Mechs? Ihr wollt mich doch verarschen. Nee, ich muss zur Evakuierung. Falling in behind you. Mission success, Commander. Time to get out of here. Kann nicht sein, dass ich meinen Stream anmache und dann 13 Nachrichten kriege in 5 Chats. So, Katapult. Ne, die beiden werden auch 26 zusammen. Sehr schön. Viel Gesamtschaden, aber was willst du machen? Es geht doch nicht über ein bisschen Diebstahl von Diebesgut, um das eigene Söldneransehen ein bisschen aufzupalieren, oder nicht, Commander? Du hättest mal sehen müssen, wie sich Fahad mir der von dir eroberten Ware... Moment. Wie sich Fahad mit der von dir eroberten Ware beschäftigt hat. Der hat übers ganze Gesicht gestrahlt, wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Himmelherrgott, ein paar Stunden lang hat er sogar vergessen herumzumeckern, wenn du weißt, was ich meine. Fahad sagt, bei der ganzen Sache sind wir an eine LB-10X und zwei Gauss-Geschütze gekommen. Die können sich noch als nützlich erweisen. Der Rest von dem Zeug ist dank den Mitarbeitern von Spears bereits inventarisiert und abgeschickt. Was uns angeht, so sind wir einfach ein Stückchen stärker geworden. Also genau das, was wir erhofft hatten. Zu diesem Zeitpunkt ist jeder einzelne Vorteil, den wir vor dem Angriff auf die Festungsanlage des Infernos rausschlagen können, für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung. Denn letztendlich werden Schlachten ja immer um Haaresbreite gewonnen oder verloren, Commander. Aber weißt du was, darüber können wir auch später noch reden. Jetzt wollen wir uns erst einmal ausruhen. Vor allem habe ich ja schon eine LB-10X Autokanone und sogar einen im höheren Level. Ging nur darum, dass wir den Kampagnenfortschritt weiterhin kriegen. Danke fürs Folgen, Sierra. Hey, Commander. Those weapons you picked up were the dog's bollocks, mate. Top shelf. That LB-10X, she's a beauty. I haven't seen one of them in ages. Might have limited range, but she pecks a wallop, eh? Checked her over, gave her a little loving. It's like she just came off the factory floor. You're going to appreciate having that autocannon strapped to your mech, I'll tell you that. Well, gonna get back to it. Wanna make sure everything's sorted for our big day, taking down Inferno and all. Can't bleeding wait. Bloody wankers. Huh? Ich bin nicht der Angeber. Commander,
The time's finally come to exact revenge for your father's murder. That means taking down Inferno and killing Andreas Cain. Spears has confirmed that Cain is on Xingyang now, so the timing is perfect. How Spears gets his hands on this sensitive information, I have no idea. But if he says it's true, I have no reason to doubt it. Neither do I. Spears' people also managed to get us an aerial shot of the base somehow. Though the fidelity on the image is poor, it does give us a chance to formulate a basic plan of attack. Here's what I'm thinking. I'll drop you in here, near what looks to be their aerodrome. Once you've neutralized that threat, you'll proceed to this location. It's some kind of supply depot, best I can tell. I can't make out anything specific, so watch your approach. They could be storing anything there. After you destroy the depot, go ahead and make your way to the principal fortification located here. I won't sugarcoat it, Commander. This last fortification is going to be tough. It'll be heavily defended by Inferno forces, both inside and out. If I'm sure of nothing else, I'm sure of that. All right. Looks simple enough. Don't get cocky. Never. Now, for the wild card. Cain himself. Where he'll be on the ground is anyone's guess. Once I've dropped you off, I'll circle above and try to vector in on his location by scanning their comms. As soon as I locate him, I'll ping you. Any questions? How soon can we launch? That's up to you, Commander. Get us to Xingyang, and I'll have the mission briefing waiting when we arrive. Roger that. Oh mein Gott, das wäre wirklich schon die letzte Mission von der Kampagne. Ich fühle mich noch gar nicht stark genug dafür. Ich muss eh erstmal zu einem Industriekomplex, damit ich reparieren kann. Und neue Waffen kaufen kann. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Tonnage eigentlich... Was wäre eigentlich optimal? 80, 160, 240, 320? Okay. Ach, der Firestarter, den ich mal hatte. Ah ja, stimmt. Räumen wir mal die leichten Tonnagen ein wenig auf. Danke, Shogi, für Stufe 1 Abo. Er ist nicht heroisch, aber er ist da. Hier müsste die obere Taste bei mir sein. So, Markt für Ausrüstung, Raketen. Toll, gibst du mir KSA-6.
Nicht mal richtig sortiert. Schrecklich. Ach, wir haben ja noch KSR-6. Dann machen wir das so. Moment, ist das ein Kentaro, den ich geholt habe? Ach, der hat keine Waffen drin, weil ich habe den ja einmal ins Lager gemacht. Aber den Kentaro würde ich gerne behalten. Ich wollte nur, dass der repariert ist. Den Locust verkaufen. Katapult auch rüber. Ich wünschte, man könnte die sortieren automatisch, wie zum Beispiel nach Feuerpower, Rüstung oder sonst irgendwas. Ermordung von Kane abschließen. Ich will auch mal sehen, wie schwer die eingestuft wird. Ich denke mal nicht, dass das eine 100er Mission ist. Das Schlimmste ist, das kostet so viel Tonnage, mit dem Atlas zu gehen. Ich muss auch erstmal eine Mission machen mit dem Atlas und gucken, wie ich mit dem klarkomme. Können mich noch nicht mal sagen, ob die Waffengattungszuteilung gerade richtig ist. Und ob ich alle 4 Maustasten dafür belegt habe.
trotzdem 50 Tonnen noch frei. Atlas, Atlas, Atlas. Ich glaube, AS7D ist auch genau der, den man als Atlas haben will. Namens Ally Tok. Ach, da ist das schöne Ding. An Ally FOB have asked for our protection. Make contact with the friendlies and brace for hostiles to make their move against your position. Ist alles so zugeteilt, wie ich mir gedacht habe. Endlich ein Mann mit breiten Schultern. Looks like we found the place, Commander. We can't thank you enough for coming to our aid, Commander. We have a visual on you. Target acquired. Nothing on scopes at the moment, but don't get comfortable. Hostiles have been reported in the area. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Splash target! Hallo Klaus. Target acquired. Additional bogies heading along a trajectory that intersects with your position. Das war gerade die AK-20, ey. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Ja, das war ein bisschen verzogen. Hallo Typhos. Echt scheiße, ich krieg die ganze Zeit den Fokusschaden, ey.
canceled. Jetzt explodier endlich! Additional contacts just cross the perimeter, Commander. Expect company soon. All guns on shared target. Ups, falsche Taste. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Tin can crushed. Bad news, Commander. More hostiles inbound on your position. Get ready for some company. Target destroyed. Confirmed, Commander. Moving on target. Ja, geht mal vor. New target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Da ist da links auch ein Atlas, oder? We're on it, Commander. Guten Tag, Nordwicht. Target acquired. Oh, schon alle LRM verschossen. Destroyed. Target acquired. Let's target engaged. We have your target, Commander. Target. Your resistance is pulling in more hostiles from the surrounding area. Falling in behind you. Hallo Dr. Wolfenstein. Noch 5 Ziele. Ein Luft und 4 Gegner als Lanze. Ne, da hinten kommt noch einer. Hallo Ramirez und danke fürs Folgen. Target neutralized. Ja, tut mir leid, Dragon. Ich habe dich auch gestern, als ich Monster Hunter gespielt habe, noch erwähnt namentlich und habe gemeint, ja, da wird aber Dragon ganz schön angepisst sein, wenn er sieht, dass ich Monster Hunter online gespielt habe. Na, ah, er lebt noch, der Kleine. Sehr schön. Target acquired. Wilco, focusing fire. Ready! Component lost! Need defensive support! Es geht nicht sofort drauf.
Ich habe mir Iceborne noch nicht gekauft. Eigentlich habe ich auch gar kein Geld dafür, Iceborne zu kaufen. Boah, genau unterm Arm durchgeschossen, ey. Warum hast du denn kaum Schaden? Oh, das ist trotzdem kostspielig. Ach, ich bin nicht auch sammeln gegangen, ne? Ich hab mal gesagt, okay, ich nehme mal Geld. Anstatt Ausrüstung.